3, ja. Jetzt bin ich brutal gespannt, was jetzt abgeht, ey. Ach du Scheiße. Jetzt war ab. Das kann nichts werden. What the hell? Also ich muss definitiv wohl nicht fliegen. Das ist schon mal viel wert. Ich bin echt immer gespannt, was das jetzt gibt. Keine Ahnung, was ich hier mache.
Also alle haben wir auf jeden Fall erwischt. Aha, anscheinend habe ich es gepackt. Volltreffer. Richtig nice. Der trifft! Come on! Scheiße! Also! Richtig nice! Thank you.
on. Der trifft. Ich glaube, wir haben sie. Ich sehe gar nichts. Ja, was soll denn das sein? Das ist anscheinend ganz gut gelaufen.
Shark lässt raus, sieht gut aus. Shark 4-6 auf Gleitweg. Habt grünes Licht. Ich sehe das Licht. Bringen Sie jetzt runter. 20 Knoten auf Licht 8. Kraft 100. 57. 600. Schub. Schub. 55. Ja, das ist mein. Direkt aufs Licht zu. Bringen Sie runter. Sauer-Aktion, Mann! Richtig nice. Nette Geschichte, aber was soll das mit mir zu tun haben? Soll ich Ihnen aufzeichnen, Mann? Albert Schier war überhaupt nicht dort, deshalb sind Sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gern was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizier schoss. Lecken Sie mich. Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte endet. Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Vorschrift. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Ganz schön große Stadt. Allerdings, noch keine Waffenlaster. Nee. Die Mühlen des Schicksals malen langsam. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. Miss Fett, hier Haymaker. Ich höre. Miss Fett, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrisons Regiment die Jaffier-Brücke eingenommen. Dadurch sind Miss Fett und Haymaker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kurschier-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. Da ist Haymaker. Los geht's. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir, verstanden. Blackburn, nimm den Mörser. Los! 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 Oh. Aufpassen! Nimm die Steinmauer unter der Überführung als Bezugspunkt! Um Gottes Willen! Nur ein Schuss? Na, ist ja toll! Thank you.
Ich glaube, die zwei habe ich erwischt. Come on, bauen wir ein bisschen schneller. Verdammter Muff. Morgen! Läuft? Sicher. Ich wüsste wohl irgendwie mal einen Cutline machen hier neben. Pisser!
Sicher. 1-3 entfernt sich für diese Mission von Misfit. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt langsam aber sicher einen Cut machen. Aua. Anscheinend funktioniert das noch nicht. Fakt ist, ich muss nicht selber fahren. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also schauen wir mal, wo wir hinkommen. Dann machen wir dann dort definitiv dann eine Cut rein. So, genau hier machen wir jetzt einen Cut rein. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle erst einmal Tschömini, Tschö mit V und bis zum nächsten Mal.